Es ist noch nicht ganz das richtige Wetter, um den ganzen Tag vorm Fernseher zu hängen und sich Serien anzugucken. Aber ich stelle euch heute fünf Netflix-Serien vor, wo es sich um Interior Design und Makeovers dreht. Und vielleicht habt ihr jetzt schon Lust, die zu gucken. Oder spätestens im Herbst, wenn es dann ein bisschen ekliger wird draußen. Apropos Interior Design und Makeover, das ist, worum es auf diesem Kanal geht. Ich bin Jelena. Wenn euch diese Themen interessieren, freue ich mich sehr, wenn ihr Abonnenten werdet. Ich habe das Video ja Top 5 genannt. Dieses Top 5 ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil ich werde euch auch Serien vorschlagen oder vorstellen, die ich persönlich aus bestimmten Gründen nicht ganz so geil finde. Ich wollte sie trotzdem mit reinnehmen, weil sie zum Thema passen und meinen Geschmack ja nicht auf euch alle zutreffen muss und vielleicht findet ihr die super geil. Die Reihenfolge ist übrigens auch willkürlich. Also, Nummer 1 heißt Instant Hotel. Das ist eine australische Serie und die funktioniert wie das perfekte Dinner. Also, es geht um eine Gruppe von Leuten und jeder einzelne von denen oder paarweise vermieten die ihre Häuser, also so wie Airbnb oder so Ferienwohnung-mäßig. Und dann, also sie verbringen jeweils als Gruppe in einem der Häuser eine Nacht und bewerten dann aufgrund verschiedener Kriterien irgendwie Preis-Leistungs-Verhältnis etc. Was hat das mit Interior Design zu tun? Natürlich haben die alle extrem unterschiedliche Geschmäcker, haben ihre Häuser dementsprechend eingerichtet. Also man sieht wirklich sehr unterschiedliche Stile, Einrichtungsstile. Und es ist einfach interessant, wie die Leute mehr oder weniger objektiv dann darauf auch eingehen, wenn es nicht ihr persönlicher Geschmack ist. Wer mir auf Instagram folgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich so Phasen habe, wo ich extrem auf trashige Reality-Shows stehe. Und das deckt es auch so ein bisschen ab. Also auf der einen Seite ist es halt, dreht sich um Interior Design, was ich interessant finde. Und auf der anderen Seite finde ich persönlich mega unterhaltsam, weil die sich teilweise so hart anbitchen und halt gegenseitig bewerten und dann auch so kleine Zickereien entstehen. Und ich finde es sehr unterhaltsam. Die zweite Serie heißt Homemade Simple oder auf Deutsch Wohnen leicht gemacht. Das ist, glaube ich, eine amerikanische Serie. Sie kommt auch sehr amerikanisch daher, muss ich sagen. Mir ist das ein bisschen zu viel. Ich wollte sie trotzdem mit reinnehmen, weil wenn ihr auf Makeovers steht, ist das, deckt das eigentlich alles ab. Also da das Konzept ist ganz klassisch Makeover. Die Moderatorin geht mit ihren Handwerkern zu einer Familie nach Hause und da wird halt dann umgestaltet von Kopf bis Fuß. Also wirklich sehr aufwendig und da gibt es auch viel DIY-Inspiration, Einrichtungsinspiration. Ist nicht immer so mein Stil, aber vielleicht kann man sich Techniken abgucken oder irgendwas, was einem halt selber hilft, wenn man selber gerne DIYs macht. Bei der nächsten Serie habe ich den Originaltitel nicht gefunden. Auf Deutsch heißt sie Geniale Innenarchitektur, ist meiner Ansicht nach eine britische Serie. Und da werden Leute zu Hause besucht, die wirklich unfassbar freaky eingerichtet sind. Also wirklich ganz, ganz, ganz speziell. Und das ist wahrscheinlich nichts für den Hausgebrauch, aber es ist so faszinierend, wie viel Arbeit Leute in ihre Häuser stecken, in die Inneneinrichtung. Da gibt es zum Beispiel so ein Haus, wo ein Typ alles innen auf seine Katzen ausgerichtet hat. Ich glaube, der hat, keine Ahnung, 20 Katzen, irgendwie sowas. Und alles ist irgendwie katzengerecht gestaltet. So, oder so eine Barbie-Frau mit pinken Haaren, so, die so ein bisschen mangamäßig daherkommt, wo alles aussieht wie aus einem Barbiehaus oder aus einer Puppenstube. Also es ist wirklich richtig freaky, macht aber dementsprechend Bock zu gucken. Und es ist halt auch krass zu sehen, was die Leute da alles gemacht haben. Also wenn ihr das So wohnt mit Biene Brändle gesehen habt und davon fasziniert wart, was diese Frau da alles an Kreativität und Arbeit reingesteckt hat, dann guckt euch das auf jeden Fall an, es ist sehr faszinierend. Die nächste Serie, Nummer 4, heißt Stay Here. Das ist eine Serie, bei der ich mir nicht ganz so sicher bin, was ich von der halten soll. Ich finde das Konzept nämlich gut, die Umsetzung geht so. Also es geht darum, dass Leute auch über
und das auch schon tun, aber nicht ganz so erfolgreich. Und dann kommen zwei Menschen, eine Inneneinrichterin und ein Marketing-Spezialist zu denen, gucken sich das an und versuchen dann halt denen zu helfen, dass sie mehr Geld und mehr Gäste kriegen für ihre Wohnung. Und da folgt dann auch immer ein Makeover. Also die Innenarchitektin macht dann halt das Haus schön und der Marketing-Spezialist gibt Tipps, wie man es besser vermarkten kann. Und irgendwie, irgendwas fehlt mir. Ich weiß auch nicht. Also ich finde das Konzept wirklich interessant und trotzdem gucke ich das immer und denke, irgendwas reicht mir nicht. Vielleicht guckt ihr euch mal an und falls euch auffällt, was es vielleicht sein könnte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich glaube, es ist so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes für mich. Aber wenn ihr auf Makeovers steht und euch verschiedene Stile interessieren, vielleicht ist es auch das. Es sind gar nicht so richtig verschiedene Stile. Weil es ist immer die gleiche Inneneinrichterin, die die Häuser immer sehr ähnlich gestaltet. Vielleicht ist es auch das, was mich nervt. Egal, guckt es euch an, wenn ihr Makeovers mögt. Vielleicht mögt ihr es total und schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Serie Nummer 5 heißt Tiny House Nation. Und ich interessiere mich sehr für Tiny Houses. Ich finde das Ganze extrem spannend, was man auf so kleinem Raum machen kann. Und genau das sieht man halt auch in der Serie. Da werden auch immer Menschen begleitet, die sich ein Tiny House bauen und es werden auch Lösungen vorgestellt, wie man wirklich diesen wenigen Platz gut nutzen kann, wie das gebaut wird, wie das eingerichtet ist natürlich und das finde ich sehr interessant. Als DIYler ist es natürlich ein bisschen, also die Projekte, die die machen, sind sehr aufwendig. Also ein Hobbyheimwerker kann das natürlich nicht so eins zu eins umsetzen. Trotzdem ist vielleicht die ein oder andere Idee dabei, die man ein bisschen abgewandelt bei sich zu Hause auch umsetzen könnte. Das waren meine Top 5 bzw. 5 Vorschläge für Serien, die mit Interior Design und Makeover zu tun haben auf Netflix. Das ist der einzige Streamingdienst, den ich habe, deswegen kann ich nur das vorstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt mir mal in die Kommentare, ob es davon einen zweiten Teil geben soll. Ich habe nämlich eine ziemlich lange Liste und ein zweiter Teil, vielleicht sogar noch ein dritter Teil, ist auf jeden Fall drin. Also wenn ihr das spannend findet, das ganze Thema, dann mache ich da gerne nochmal ein, zwei Videos zu. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, abonniert den Kanal, wenn euch diese Themen interessieren und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss!